welche Art von Buch will ich? Nach nunmehr 2 Monaten Aufenthalt in Kitzbühel resümierte die mittlerweile 6. Stadtschreiberin Anna Weidenholzer über ihre Zeit in Kitzbühel und las auch noch aus ihrem druckfrischen Roman Der Winter tut den Fischen gut. Ich werde das Schlechte nicht mehr in mein Leben lassen, beschließt Maria, nachdem sie den Brief erneut gelesen hat. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen. Maria faltet den Brief so lange, bis er sich nicht mehr falten lässt, bis er so klein ist, dass er in ihre geballte Hand passt. Sie lässt den Brief auf den Boden fallen, sie sieht, wie er aufkommt und zur Seite fällt. Ich habe vergessen, wie ich es machen soll. Maria überlegt, Veronika anzurufen, sie zu fragen, wie oft soll ich den Satz sagen, wie bestelle ich richtig beim Universum, wie machst du das? Wie ist man denn dann auf die aktuelle Stadtschreiberin gekommen? Das war so, ich habe meine Fühler ausgesteckt und habe dann eine Literaturvermittlerin, die Valerie Besel, die war früher beim Heimann Verlag und jetzt ist sie in Wien, angerufen und habe mit ihr gesprochen und dann wollte ich eigentlich jemand anderen fragen und dann hat sie gesagt, fällt mir noch ein Name ein, die Anna Weidenholzer ist eine junge Autorin, die im Residenzverlag ihren ersten Roman herausbringt und die könnte man auch fragen, die ist auch interessant. Und dann habe ich beim Verlag angerufen, beim Dr. Eisenhuber, das war damals ihr Lektor und der hat mir ihre Telefonnummer gegeben und da habe ich sie angerufen und sie hat nicht lange überlegt und hat gesagt, der Kitzbühel ist für mich interessant, da komme ich. Aber Maria erinnert sich an das Buch, das sie noch nicht zu Ende gelesen hat und sie möchte Veronika nicht enttäuschen, möchte nicht, dass Veronika fragt, hast du das Buch schon gelesen? Du weißt doch, was auf Seite 113 steht. Wenn du etwas wirklich möchtest, bekommst du es, hat Veronika an einem Montag gesagt. Vielleicht bist du noch nicht bereit, vielleicht brauchst du noch Zeit, um zu dir zu finden. Vielleicht musst du durch diese schwere Zeit, um stark daraus hervorzugehen. Das Leben gibt deinen Prüfungen auf und wenn man diese Prüfungen besteht, tritt man in eine neue Dimension ein. Nur wenn man wirklich möchte, kann man die nächste Stufe erklimmen. Anna Weidenholzer, das war heute die 2. Lesung von Ihnen hier im Café Braxmeier. Wie gefällt es Ihnen mittlerweile in Kitzbühel? Sehr gut. Ich war jetzt 2 Monate in Kitzbühel und habe es ja irgendwo lieb gewonnen, wenn man das so sagen kann. Also gerade im November, glaube ich, ist es sehr angenehm, sehr ruhig und ja, es war echt schöne Zeit hier. War das Ihre erste Station als Stadtschreiberin? Ja, es ist nur in Kitzbühel, also die erste und einzige, ja. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie der Herr Burger angerufen hat und gesagt hat, Frau Weidenholzer, wie schaut es aus, hätten Sie Lust, nach Kitzbühel zu kommen? Ja, das war irgendwann im Februar. Und meine erste Frage war, ob die Katze mit kann. Und er hat gesagt, er muss das dann noch klären, ob der Kater mit kann. Und dann habe ich zugesagt, wie das klar war. Sie waren ja dann auch unterm Volk. Sie haben sich unter das Volk gemischt. Was ist Ihnen da jetzt aus dieser Zeit speziell in Erinnerung geblieben? Es war super zum Spazierengehen. Also das ist mir beim Schreiben immer recht wichtig, dass ich raus kann und irgendwo Ideen finden kann. Und das ist in Kitzbühel recht gut gegangen. Ihre Bücher sind ja nach der Lesung heute weggegangen wie die warmen Semmeln, würde man sagen. Ich habe es nicht gesehen, also keine Ahnung. Schön, wenn es so war. Ja. Sie haben aber einige Bücher signiert. Ja, das schon. Einige, ja. Aber keine Ahnung, wie viele. Das vergeht ja dann eh schnell, wenn man signiert. Ja, vielleicht 2 oder 3. Und wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Was steht als nächstes am Programm? Wieder zurück nach Wien. Also wieder mal in Wien sein und sich dort wieder einleben. Und dann im Jänner auf Urlaub. Ja. Den Kitzbühler holen.